Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute stelle ich euch wieder drei wunderbare Gameboy Homebrew-Titel vor. Ich habe diesmal wieder versucht, so ein bisschen für jedes Geschmäckle etwas einzubauen und wir fangen an mit There is nothing to do in this town. Und zwar ist es ein wunderbares Spiel. Es ist zwar ziemlich kurz, aber es ist einfach wunderbar geschrieben und die Aufmachung, die hat mich einfach begeistert. Ihr seht es jetzt selber gerade am Startbildschirm. Es ist im Prinzip so eine Art Walking-Simulator, mag ich fast sagen. Also es ist eher so, dass es jetzt spielerisch nicht sehr anspruchsvoll ist, aber einfach durch seine Art und Weise so sympathisch ist. Deswegen spiele ich mal kurz rein, aber ich werde nicht allzu viel reinspielen, um euch einfach nicht ja, zu viel zu verraten. Wie man sieht, ich schätze mal, es wird auch wieder mit den Gameboy Studio gemacht worden sein. Wir sind hier dieser kleine Mensch hier und müssen hier fantastische Abenteuer erleben. Hier habt ihr einen Zettel, hier habt ihr, seht ihr, was ihr machen müsst, denn das Übliche, wenn man nichts zu tun hat. Erstmal einen Zombiejäger finden. Dann den Zombiejäger dazu bringen, die Zombies zu jagen und eine wunderbare Schallplattensammlung aufzubauen. Wunderbar, ich würde sagen, wir gucken hier einfach mal. Hier haben wir einen Kaffee, hier haben wir einen Schallplattenladen, einen Skateladen, eine Katze. Und zwar könnt ihr die nämlich streicheln. Wunderbar. Jedes Spiel, wo man eine Katze oder einen Hund streicheln kann, ist schon mal aus Prinzip ein schönes Spiel, würde ich sagen. Und wir haben hier einzelne Quid. Also, es ist anscheinend wirklich aus England produziert worden. Das ist ja quasi bei denen so ein Slang-Begriff für Centstücke, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest für irgendwie Kleingeld. So, wir haben jetzt hier zwei Quids. Ich würde sagen, gehen wir mal einfach mal ins Kaffee rein. Ne? Auch hier, wie man sieht, ich finde es einfach von dieser Pixel-Grafik sehr schön gepixelt. Und es ist irgendwie vom Stil her, ich habe mich da gleich heimisch gefühlt. Ich weiß auch nicht wieso. Okay, gut. Was wollen wir? Ein Kaffee oder ein Frühstück? Wollen wir mal einen Kaffee? Ah, drei Quid. Wir haben leider nur zwei, die wir es gerade eingesammelt haben. Also müssen wir mal gucken, wo wir noch was finden. Was ich sehr, sehr sympathisch finde, was ich stark abgefeiert habe, da können wir jetzt noch nichts machen. Aber der Skateboard-Laden, der Skate or Die da stehen hat, ist doch fantastisch. Oder schöne Anspielung auf das alte Spiel, was ich damals ziemlich gefeiert habe, obwohl es aus der heutigen Perspektive eher, sagen wir mal, nicht so das Geilste ist. Aber ja, genau. Aber wie man sieht, 50 Quid, da sind wir noch nicht mal ansatzweise dran. Na gut, dann gehen wir einfach mal raus. Mal hier den Jungen hier. Wir sollten nicht verletzen. Okay. Habe ich auch nicht vor. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Den kann man nämlich schön ärgern. Nochmal die Katze streicheln, weil Katze streicheln. Und hier sehen wir schon ein bisschen das Problem. Hier haben wir hier unseren Opa, den wir besuchen können unten. Und oben sind die Zombies. Fahren wir mal zu den Zombies hin, was sie machen. Und dann, was die halt Zombies so machen. Die wollen natürlich Gehirne haben. Also irgendwie scheint es eine Office-Party, also eine Büroparty der Zombie-Inc. zu sein, wo dann auch noch die Zombies drin sind. Also schön absurd. Also gehen wir mal unseren Opa besuchen. Mal gucken, was der so macht. Und diese Zombies, ne? Die spielen natürlich wieder diese super nervige, ich schätze mal, Zombie-Musik. Schlimm, schlimm, schlimm. Ne? Aber er ist einfach in so einer schlechten Laune, dass er das gerade mal abrotzen muss. Kann man ja auch verstehen. Also, weil wenn bei mir oben drüber welche Zombies irgendwelche Büropartys mit schlimmer Musik werfen würden, fände ich auch nicht so toll. Ne, okay. Natürlich, wie es immer ist, ihr kennt's. Wenn man die Großeltern besucht, gibt es immer noch etwas Taschengeld. Und das haben wir hier natürlich auch. Sehr schön. Und jetzt haben wir drei Quids. Dann können wir natürlich einen Kaffee uns holen. Wie gesagt, ich spiele jetzt nur den ganz, ganz groben Anfang, um euch jetzt nicht den Spielspaß hier wegzunehmen, weil das Spiel ist wirklich nicht lang. Ich glaube, ich habe es in einer Viertelstunde ungefähr durchgespielt oder in 20 Minuten, so Pi mal Daumen. Aber wenn ihr wisst, was ihr tun müsst, habt ihr das Ding locker 5 Minuten durch. Also es erwarten euch jetzt keine riesen Rätsel, aber ihr seht schon so ein bisschen, so vom Ablauf her ist es schon relativ festgeschrieben und ihr müsst halt dann immer einfach gucken, wo es denn als nächstes hingeht. So, also jetzt haben wir einen Kaffee.
Und das ist das erste Rätsel, was ich euch zeige. Also ihr müsst drei Quids einsammeln und dann hier zu dem alten Penner hier gehen und den mal so ein bisschen zum Aufwachen bewegen. Ne? Gehen wir immer den Kaffee. Bedankt sich lieb und schon ist er wieder etwas fitter. Und irgendwie kommen wir jetzt ins Gespräch. Ne? Er hat uns hier schon länger mal gesehen und hier, wir sagen halt hier, das ist mein Opa, der da unter den Zombies wohnt und so weiter. Und dann gibt er hier so uns einen Tipp. Ne? Gab es mal so einen Zombiejäger, der ziemlich geil war. Ne? Der wohnt hier und hier, das ist hier back vom Coffeeshop, wo wir gerade unseren Kaffee uns gekauft haben. Ne? Also haben wir schon unseren Tipp. Wir wissen jetzt, wer der Zombiejäger ist. Wie man sieht, Achievement abgehakt. Und ich würde sagen, ich mache hier jetzt wirklich mal Pause und zeige euch das nicht länger. Spielt's nach, es ist wirklich ein schönes kleines Spiel. Wie immer habe ich euch natürlich die Links für die Spiele unten reingetan. Ihr könnt es euch kostenlos runterladen oder halt mit einer freiwilligen Spende. Ich habe es natürlich mit einer freiwilligen Spende gemacht. Ist wirklich schön gelungen und da ist viel an Liebe reingeflossen. Und ich würde sagen, auf zum nächsten Spiel. Und das nächste Spiel und das Spiel darauf, das ist eine Empfehlung von dem guten Kai. Vielen Dank an dieser Stelle. Der hat im letzten Gameboy Homebrew Video mir diese beiden Spiele unter anderem empfohlen. Und ich habe natürlich reingespielt, weil ich immer dankbar bin für Hinweise eurerseits. Und war sehr angetan von dem Spiel, muss ich sagen. Auch wenn sie vielleicht an sich jetzt so sehen, nichts revolutionär Neues machen, die beiden. Aber es sind einfach schöne Sachen, schöne Projekte gemacht worden. Also wenn ihr auch Tipps habt für Homebrew-Spiele, die ich mir vielleicht mal angucken sollte, ab in die Kommentare da rein. Und dann gucke ich mir die gerne mal an. Und wie gesagt, vielen Dank, lieber Kai. Und wir schauen uns hier Retroid an. Und zwar hat das ein Jonas Fischbach, glaube ich, hieß er, geschrieben. Wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett täusche. Und er hat das jetzt nicht mit dem Gameboy-Studio oder sowas gemacht, sondern wirklich von Grund auf neu programmiert. Und das finde ich schon mal sehr geil. Und im Prinzip, ihr seht das Spiel... ihr seht sofort, was es ist. Es ist natürlich ein Breakout Arkanoid-Klon, der an sich jetzt auch jetzt nicht so unbedingt was besonders macht. Wie man sieht hier, die Power-Ups, die machen eher die Kugel stärker und nicht unbedingt das Paddel an sich. Man hat ja zum Beispiel bei anderen Spielen, bei Alleyway und so weiter, wo dann auch mal das Paddel irgendwie länger wird und so weiter. Aber eigentlich macht das Spiel nichts Besonderes. Das hat er auch auf seiner Webseite geschrieben, der Autor dieses Werkes, nenne ich es mal. Auch da natürlich habe ich euch wie immer verlinkt. Immer das letzte Feld hier. Ich muss es hier gerade etwas konzentrierter spielen als gerade. Und es setzt das Ganze aber allerdings sehr, sehr gut um. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber dieser allgemeine Charme, ihr hört es an der Musik und ihr seht es an der Grafik, das passt irgendwie so original in die Zeit von damals rein irgendwie. Und deswegen war ich gerade so schnell ja, angefixt, würde ich sagen. Weil natürlich hat man dieses Spielprinzip schon dutzende Male gespielt. Aber irgendwie die Aufmachung, das passt einfach. Hier beim Level ist natürlich etwas schwerer, weil natürlich hier verschiedene Blockvarianten da sind. Da müssen wir natürlich jetzt versuchen... war ich zu langsam. Die Kugel da jetzt irgendwie schön da rechts hoch zu kicken. Solche Varianten erwarten euch hier also, ne? Hier. Nein, nicht runter. Oh. Und es ist einfach mal so ein schönes Spiel. Und irgendwie dieses Spielprinzip, das wurde ja nicht umsonst so oft kopiert. Ja, es ist oben. Perfekt. Und immer wieder. Ja, habe ich hier schon das. Oh, ich habe das Level schon abgeschlossen. Okay. Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Warum? Weil es ist mir noch nicht passiert. Aber hier eine schöne Hommage an Tetris und so weiter. Also der Autor hat wirklich hier versucht, sehr, sehr viele schöne Retro-Themen einzubauen. Und es ist einfach sympathisch. Man merkt einfach... Ne, die Musik, die hat man gleich im Ohr. Mir fällt es gerade nicht ein... Das ist irgendeine bekannte Melodie aus irgendeinem Spiel oder aus irgendeiner Show oder sowas. Ich bin mir gerade echt komplett unsicher, woher das kommt. Ist einfach ein schönes Spiel zum nebenbei spielen. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Im Prinzip seht ihr genau das, was euch erwartet. Und es ist einfach super umgesetzt worden. Die Ballphysik stimmt, die Upgrades passend sind, hat das übliche. Wunderbares
kleines Projekt auf jeden Fall. Und bevor ich euch jetzt hier noch weiter zustümper, kommen wir zu dem nächsten Spiel. Und das Spiel ist hier jetzt ein Rätselspiel, nämlich Into the Blue. Ist ein interessanter Ansatz, erinnert so ein bisschen an Tetris Attack, das hat auch der Autor auf seiner Webseite geschrieben. Auch hier, wie gesagt, alles verlinkt unten. Und es ist ein wirklich interessantes Spiel. Und zwar, ich fand es persönlich sehr schwer, weil man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen. Und zwar tauscht ihr hier die Felder. Ne? Einfach, ihr müsst jetzt nicht irgendwie groß klicken, sondern ihr tauscht die einfach, dass das einigermaßen hier vernünftig ist. Und ich merke gerade, ich bin echt zu doof dazu. Weil ihr, da ihr immer natürlich nur die Plätze tauscht, ne, müsst ihr halt immer darum navigieren, um zu gucken, wie könnt ihr das kombinieren. Hier haben wir nochmal einen Mond. So, hier muss ich nach unten. Ah, hier kann ich einen Vierer machen. Ah, ne, sie seht ihr, so habt ihr zum Beispiel denn, obwohl ich jetzt eigentlich hier anders gehen wollte, habe ich das halt anders verschoben. Das heißt, man muss sich hier wirklich auf das Spiel einlassen oder ich bin, keine Ahnung, vielleicht fällt es euch ja wesentlich leichter und ich bin einfach nur komplett bescheuert, was ich nicht ausschließen will. Ne? Das will ich persönlich bei mir nie ausschließen. Ja, na komm, 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 komm. Und ihr könnt euch natürlich denken, je mehr ihr kombiniert, ne, desto mehr Punkte kriegt ihr natürlich und so weiter. Okay, das war gerade ein Glückstreffer. Dann kann ich hier den Stern. Ich muss ja irgendwie das auf der rechten Seite hier klein kriegen, sage ich mal. So, haben wir zwei von denen. Ich muss hier so ein Sternding irgendwie hintauschen. Ah, das kann ich hier einfach. So. Ist, ne, ihr merkt schon, ihr seid ständig hier unter Druck, das zu kombinieren. Und man muss immer so ein bisschen indirekt spielen. Das gefällt mir einfach irgendwie. Und das ist irgendwie für mich, ich weiß, es. Einige von euch sagen, geh mir mit Puzzle spielen Mac. Aber ich finde es einfach herrlich, weil der Game Boy ist mit seiner einfachen Technik einfach für so einfache Puzzle-Spiele gemacht. Finde ich zumindest. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, weil es gibt ja auch gefühlt hunderte Puzzle-Spiele auf dem System. Wo kriege ich einen Mond her? Okay. Okay, das war gerade, ne, so Glückstreffer haben wir natürlich auch immer mal wieder, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Na, komm, 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 wenn ich den hier, dann kriege ich einen Vierer, sehr schön. Und so kombiniert er halt euch immer durch. Und ich persönlich, wie gesagt, finde es nicht gerade leicht, aber vielleicht auch gerade das ist, macht auch so ein bisschen den Reiz aus, ne? Wie man sieht, so ein bisschen rumstümpern und, nee, komme ich da jetzt? So. Muss ich halt so ein paar Techniken anlernen. So. Genau das wollte ich machen. Wie man sieht, man muss sehr hoch konzentriert die ganze Zeit dabei sein. Ah, hier denn? Man kann leider nicht in der Luft einfach wechseln. Leider. Ich wollte nämlich jetzt gerade hier rüber hier die Monde tauschen. Um da mal ein bisschen Entspannung ins Feld zu führen. Okay, jetzt muss ich wieder auf die rechte Seite. Das war falsch. So, immerhin ein runter. Ich macht irgendwie Spaß, ich weiß nicht. Bei solchen kleinen, einfachen Prinzipien, da hänge ich so oft so schnell fest. Ihr merkt, ich bin ganz vertieft. Was würde ich sagen, ein gutes Zeichen ist. Und auch das ist kostenlos auf der Webseite erhältlich. Deswegen schaut einfach mal rein. Okay, ich bin Game Over. Ihr kriegt es höchstwahrscheinlich sogar besser hin als ich. Aber das waren meine Game Boy Homebrew Spiele. Ich habe mal auf eure Anregungen letztes Mal geachtet und mal so ein bisschen je nach Spiel mal etwas länger, mal etwas kürzer gemacht. Diesmal war es halt alles etwas leider kürzer, aber ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Und wie gesagt, wenn ihr auch
Ideen habt für Homebrew-Spiele, die ich hier mal gerne vorstellen könnte, ab in die Kommentare damit. Und es freut mich, dass ihr reingeschaut habt, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.